Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von mir. Diesmal mit jede Menge Sachen dabei. Und zwar habe ich jetzt in den letzten Tagen gelesen, einmal Futures End Band 5, Iron Man Thor, Heft 5, Return of the Living Deadpool, Spawn 111, Justice League 42, Green Lantern Heft 38, Green Lantern Sonderband 37, Red Lantern 6 und Avengers Heft 28. Fangen wir damit direkt mal an. Es ist, die Avengers sind zurzeit echt richtig gut gezeichnet. Wir fanden, die Zeichnungen sind sehr stimmig. Überhaupt diese ganze Atmosphäre ist gerade alles in der Zukunft angelegt. Spielt ja alles irgendwie ein paar Monate nach Axis oder Jahre. Ich bin mir das gerade gar nicht so sicher. Ich möchte jetzt nicht so viel mehr vorweg spoilern. Ich kann nur sagen, es wird ein bisschen mehr Licht auf Black Panther geworfen, wo man so ein bisschen so Ridge-mäßig was angehaucht sieht. Mehr sieht man aber auch nicht. So viel sei gespoilert, Black Panther rächt sich endlich an Namor. Der hat ja mit dir eine Rechnung offen gehabt seit dem Avengers vs. X-Men Event, wo Namor ja im Wakanda eingereist ist und da jede Menge zerstört hat, jede Menge Leute getötet hat. Sehr gute Selfie machen die Avengers zurzeit echt wieder richtig Spaß. Auch die New Avengers, die hier drin mitveröffentlicht werden, sind nach wie vor sehr gut. Und das Selfie kriegt von mir 4 von 5 Punkte. Allerdings ist das für Neuensteiger absolut nicht zu empfehlen. Die Geschichte ist echt total verstrickt. Also wenn ihr mal bei den Avengers reingucken wollt, ihr müsst tatsächlich mit Heft 1 anfangen, die beiden Sonderbände holen, die zu New Avengers rausgekommen sind. Und ihr müsst so ziemlich jedes Marvel-Event seit Avengers vs. X-Men mitmachen, da wirklich durchblicken zu können. Dann, es liegt jetzt echt schon lange bei mir auf dem Lesestapel, Green Lantern Sonderband 37, ist im Mai 2015 erschienen, also liegt schon über ein halbes Jahr bei mir. Es geht damit weiter, dass Kyle Rayner ja immer noch im Verborgenen am Leben ist, weil er ist ja in diesem Wahlrein bei diesem Event mit Riddick. Es kommt heraus, dass er sich dabei gezweiteilt hat in einen komischen Kyle Rayner, der irgendwie böse zu sein scheint und ihn selber. Und es passieren wieder zwei kürzere Episoden, die mich eher gelangweilt haben. Also ich finde, die Serie hat jeglichen Glanz verloren, seitdem Kyle Rayner zu einer White Lantern geworden ist. Das wiederum, ich eigentlich recht cool fand, wo er damit umgehen zu lernen musste, mit den verschiedenen Ringen umzugehen. Seitdem es allerdings nicht mehr diese Story dann ist, dass halt von jeder Ringfarbe einer dabei ist, hat die Serie einen jeglichen Glanz verloren. Und deswegen kriegt dieser Sonderband jetzt ohne viel weg zu spoilern auch nur 2 von 5 Punkten von mir. Also ist echt nur für hart gesorgt, mit Kyle Rayner-Fans zu empfehlen. Das ist auch das Einzige, das wirklich interessanter, dass man was mit Kyle Rayner sieht. Allerdings kann man die ruhig weglassen. Dann Justice League Heft 42, um vorweg zu sein, das ist ein Justice League ohne die Justice League. Ich habe hier das Variant-Cover, was ja zu 75 Jahre Joker rausgekommen ist. Man sieht halt Metron und die New Gods, wie sie sich miteinander unterhalten. Metron, das ist dieser Typ in diesem Stuhl, der reisen kann, durch die Gegend surft und halt feststellt, dass die Realität mal wieder verändert wurde, die New 52, dass diese Realität aber noch sehr formbar ist. Und dann wird halt darauf angespielt, wie oft die Realität schon verändert wurde, was an ein paar schönen Panels gezeigt wird. Also dann wird einmal hier auch Eingang auf die Infinite, auf die Crisis on Two Earths. Dann geht es weiter mit der Zero Hour Infinite Crisis und dem Flashpoint Event. Das ist ganz cool, dass da mal ein bisschen drauf zurückgegriffen wird. Man merkt halt, dass alles auf das Convergence Event zureißt. Das merkt man auch bei der Green Lantern Serie, wo es über die New Gods aufgegriffen werden. Was ich wiederum richtig cool finde, weil New Gods Charaktere sind, die ich sehr interessant finde. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht erzählen. Sehr gutes Heft, 4 von 5 Punkten. Der zweite Teil besteht aus 2 Suicide Squad Heften. Da geht's halt weiter mit auf die Fresse und nicht wirklich viel Handlung. Trotz dessen hat das Suicide Squad mich diesmal recht gut unterhalten. Irgendwie die Gruppendynamik und alles und gefällt mir sehr gut. Die sind zusammen in China unterwegs, haben da so eine Klonfabrik hochgenommen, wo Superwesen gezüchtet wurden, werden dann von ihnen verfolgt. Was auch noch ganz interessant ist. Allerdings, es ist eine gute 3 von 5. Allerdings muss ich sagen, ich finde es immer noch scheiße, dass einem das Suicide Squad aufgezwungen wird. Also mit den Teen Titans als zweite Serie war ich sehr zufrieden gewesen, wohingegen ich den Suicide Squad eher uninteressant finde. Was vielleicht auch ganz lustig ist, zum Schluss haben wir so eine kleine Anspielung auf Magic Mike, wo man hier die ganzen Superhelden in Stripper-Posen sieht. Das Suicide Squad, wie gesagt, 3 von 5. Ich finde schade, dass der einen aufgezwungen wird von Panini. Dann Return of the Living Deadpool, das ist die Fortsetzung von Night of the Living Deadpool. Es geht hier darum, dass
Deadpool einen Weg gefunden hatte, die Zombies zu besiegen. Das war, dass er aus den Deadpools macht. Das haben sich auch ganz viele Deadpools zusammengetan, die allerdings noch mal ein Stück schlimmer sind wie die Zombies selber. Meine Deadpool-Episode, wie er mit einem kleinen Mädchen, also die sind so 13, 14 Jahre alt, zusammen unterwegs ist, um deren Eltern zu retten. Ist brutal, stellenweise lustig. Allerdings werde ich den Paperback wahrscheinlich schon in 2 Wochen wieder absolut vergessen haben. Es ist halt schwarz-weiß gehalten, nur Deadpool und das rotes Blut. Das Blut ist rot. Ein ganz netter Paperback für zwischendurch, 3 von 5 Punkten. Kann man, muss man aber nicht kaufen. Dann eine Serie, die ich nach wie vor richtig gut finde, und zwar Iron Man Thor, es ist Heft 5. Ich weiß jetzt, ich habe mich letztens mit einem von euch in den Kommentaren unterhalten, wie viele Hefte das werden. Ich glaube, bis Heft 10 ist mittlerweile angekündigt. Ich werde es ganz cool finden, wenn jetzt die Nachfolgeserie, die jetzt nach den Secret Wars startet, einfach mit der gleichen Nummerierung weitergeht und dass sie weiterhin Iron Man und Thor in ein Heft reinpacken, weil das sehr coole Charaktere sind. Ich finde auch die Aufmachung cooler, dass mittlerweile auch Thor mit auf dem Cover draufsteht. Bis jetzt war das immer so, dass die Zweitserien auf dem Cover nicht erwähnt werden, aber hier haben sie das Panini direkt so veröffentlicht, dass jeder Depp merkt, dass es sich hierbei um eine 2-Serie beinhaltete Heftserie handelt. Im ersten Teil wird ein bisschen auf die Origin von Teen Abomination, der immer noch auf der Suche nach seinem neuen Namen ist, eingegangen, die auch wiederum mit Tony Stark sehr krass verstrickt ist, und Tony Stark bleibt halt auf dem Standpunkt, dass er ihm hilft. Vorher war es immer aus selbstsüchtigen Gründen, jetzt will er ihm helfen, weil er sich dafür persönlich auch ein bisschen ein Stück weit verantwortlich fühlt. Nicht so viel passiert, aber sehr cooles Heft. Bei Thor geht es darum weiter, dass Odin unbedingt herausfinden möchte, wer das Mädchen ist, die jetzt den Hammer trägt. Hier sieht man sie, wie so New York am Kämpfen ist. Und Thor wird auch ein, zweimal gezeigt. Ich habe so viel gelesen, dass ich ja noch nicht mehr ganz auf die Reihe bekomme. Ich kann nur sagen, dass mir das Heft wieder sehr gut gefallen hat und die Iron Man Thor Serie für mich nach wie vor eine 4 von 5 bekommt. Sehr gute Heftserie, sollte ich auf jeden Fall mal reingucken. Lohnt sich. Dann Futures End Band 5. Ich habe Band 6 und 7 auch schon gelesen. Ich habe jetzt ein bisschen gesammelt, aber eher unfreiwillig, da mein Lesestapel ins Unermessliche am Wachsen ist. Es werden weiterhin sehr viele Storystränge erzählt. Erwähnenswert ist vielleicht noch die Anfangsstory mit Booster Gold, der auf einen anderen Booster Gold aus der Zukunft trifft, was wiederum schon mal angerissen wurde im letzten Band von Justice League International, den ich selber nicht gelesen habe, das erwähnt Panini im Nachwort. Woran man sieht, wie lange diese Story schon vorbereitet wurde. Ich denke mal, dass sich DC Comics die ganze Zeit die Hintertür vor offen gehalten haben, wieder ins alte Universum hinein zu geraten. Dann noch eine kleine Sache am Wald, die ich hatte ja bei dem Deathstroke-Band so ein bisschen bemängelt, dass Deathstroke jetzt jung ist und dass sie sich nicht mehr trauen, so einen alten Heldenkostüm zu stecken. Wenn man sich allerdings die Futures End Bände anguckt, wo Deathstroke auch drin vorkommt, ein alter Mann ist, obwohl es nur 5 Jahre in der Zukunft spielt, müsste eigentlich klar sein, dass das wieder rückgängig gemacht wird, was ich persönlich sehr gut finde. Es werden mehrere Charaktere behandelt. Firestorm, man sieht, was mit dem ehemaligen Red Robin abgeht, der wiederum mit seiner Freundin so ein bisschen Trouble hat, beziehungsweise sie sich von ihm getrennt hat, weil sie es so schlimm fand, dass er ihr seine Geheimidentität preisgibt. Der eine Teil von Firestorm, der mit diesem Professor zusammenarbeitet, Professor findet heraus, dass er Firestorm war, worauf er ganz komisch reagiert, und man weiß noch nicht so ganz, was mit dem los ist. Das kleine Mädchen, deren Namen ich immer wieder vergesse, unterhält sich ganz einfach mit diesem Brother ein, der wiederum 30 Jahre in der Zukunft ja dieses ganze Unheil auslöst mit diesen Zombie-ähnlichen Superhelden. Es passiert sehr viel. Die Lois Lane aus der normalen Welt trifft auch die Lois Lane von Erde 2, die wiederum in den Körper von Red Tornado steckt, weil sie ja gestorben ist und das Gehirn von ihr irgendwie transplantiert wurde. Irgendwie so war das. Sehr cooler Band. Ihr merkt schon, es ist sehr verstrickt. Ich will da nicht so viel wegspoilern. Ich werde wahrscheinlich heute Abend noch den 6. Band lesen. Sehr coole Serie. 5 von 5 Punkten bis jetzt für jeden Band. Müsst ihr auf jeden Fall reingucken. Ist allerdings auch nur für langjährige DC-Leser zu empfehlen. Man kann die Bände zwar ohne jegliches Vorwissen lesen, trotzdessen hat man sehr viel mehr davon, wenn man die ganzen Charaktere, die hier drin vorkommen, schon vorher kannte und auch so ein bisschen den Werdegang zu verfolgen zu können. Und auch die ganzen Leute, die halt vorkommen. Sonst sind das einfach nur viele Charaktere, mit denen man nichts anfangen kann. Dann der vorletzte Band von Red Lanterns. Diesmal nur mit 4 US-Heften drin. Liegt jetzt auch schon eine Weile bei mir. Ist im August rausgekommen. Es geht halt weiter um den Kampf zwischen Atreides und Guy Gardner, der einer von den Red Lanterns geworden ist. Und es ist eigentlich eine riesige Schlacht, die hier stattfindet, wo man sieht, wie beide ihre Fäden im Hintergrund ziehen, um sie aus der Schlacht hervorzugehen. Atreides macht sich auf die Erde auf mit Millionen von Red Lanterns Ringen, mit der seine Armee stärken kann gegen Guy Gardner. Es ist sehr cool in Szene gesetzt.
Dann Rancor rastet auch ein bisschen aus, bevor er sich wieder fängt. Ich will nicht ganz spoilern, was mit denen genau los ist. Ist auf jeden Fall wieder ein richtig geiler Band, der extrem actionreich ist, aber trotz dessen genug Platz hat für Charakterentwicklung und Story, was ja öfters mal bei so Action-Spektakeln untergeht. Definitiv Empfehlung. Ich finde wohingegen sich die ersten Bände noch so mehr im Trash-Bereich befunden haben, sind die Bände mittlerweile einfach nur noch sehr gut. Charles Soule ist eben mittlerweile einer meiner absoluten Lieblingsautoren, ist ja so ein bisschen so ein Newcomer. Sehr coole Serie, 4 von 5 Punkten. Guckt auf jeden Fall mal rein. So, dann geht's weiter mit den Green Lanterns. Da ist jetzt dieser große Story abgestartet, Götterkrieg, das ist Teil 1 von 6, ich müsste die anderen Teile auch schon bis auf Teil 6 alle hier liegen haben. Es geht auch wieder um die New Gods, die hier noch ganz kurz gezeigt, hier ist so ein cooles Klappding drin, also so eine Riesenseite. Die New Gods brauchen eine Waffe, um gegen Darkseid zu kämpfen. Deren beiden Planeten kreisen ja mal umeinander rum, beziehungsweise treffen sich alle Ionen mal, keine Ahnung wie viele Jahre. Und dabei bekriegen die sich. Darkseid ist die ganze Zeit auf der Suche nach der Anti-Lebensformel, wohingegen die New Gods auf der Suche nach der Lebensformel sind. Sie haben jetzt heraus, hier sieht man die beiden Seiten, hier die New Gods und hier Darkseid. Die New Gods haben jetzt herausgefunden, wie sie diese Waffe machen können, beziehungsweise die Lebensformel. Und zwar brauchen sie dafür von jeder Lantern-Farbe einen Ring, um diese Waffe zu starten. Daraufhin machen sich halt die ganzen New Gods zu den ganzen verschiedenen Lanterns auf, um sich jeweils einen Ring zu holen und dann auch zu Laflies, wo der nur diesen einzigen Ring hat, weil er ja die Gier darstellt und deswegen zu geizig ist, jemand anders auch noch einen Ring zu geben. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht spoilern. Ich kann nur sagen, dass das Ganze richtig gut in Szene gesetzt wird. Kostet 1 Euro mehr die Hefte zurzeit. Dafür ist aber auch ein US-Heft mehr drin. Und sehr gut gezeichnet, sehr gut erzählt, und das ist jetzt gerade, geht es wieder ein bisschen bergaufwärts mit den Green Lanterns, nachdem die Serie ja nach dem Verlassen der Serie von Geoff Johns sehr schlecht war, ist jetzt wieder sehr gut und 4 von 5 Punkten. Wie ihr seht, diesmal nur gute Hefte dabei. Und zu guter Letzt habe ich hier Sworn 111. Ich habe für den Band jetzt tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht, um ihn zu lesen, weil ich fand es so ermüdend irgendwie. Mein Problem ist auch, ich bin mit der 103 oder 102 war es eingestiegen. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 111. Und ich habe noch immer nicht ganz wieder den Überblick erlangt, nachdem ich damals ausgestiegen bin. Es wird halt echt auch teilweise noch auf Hefte 98 und all sowas eingegangen. Ich kann nur sagen, dass sich Jim Dowling weiterhin im Kampf mit den Kostümen befindet. An allen Enden an ihm gerissen wird von Wohltätigkeitsorganisationen. Die Kirche möchte ihn noch haben, die Hölle will ihn haben und der Himmel will ihn haben. Dann kommt Blood vor die Vampire. Dann Kämpfe in der Zone vor der Hölle und. Also viele Storystränge, die wieder aufeinander zulaufen. Und man merkt halt, dass es so langsam vorbei ist mit Jim Dowling. Mein einzig wirklich krasser Kritikpunkt an der ganzen Sache ist Kodransky, wohingegen ich eine Zeit lang richtig abgefeiert habe. Finde ich mittlerweile halt seinen Stil sehr ermüdend. Es ist sehr gut gezeichnet, aber ihr seht das selber hier beim Durchblättern.